Hi Lesefreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Dieses Mal mit so einer Art Lesemonat auch, und ich bin mir dessen bewusst, dass ich im letzten Video gesagt habe, ich will so lange Videos nicht machen. Deswegen probiere ich heute einfach mal ein bisschen weiter. Anstatt zwei Bücher stelle ich vier vor, und zwar vier Titel, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Hörbücher lasse ich raus. Ich finde das beim Drehen ein bisschen unbefriedigend, dass man nichts in der Hand hat, weil ich Hörbücher nur über das Smartphone höre, meistens über Audible, wie bereits erwähnt. Und das macht einfach nicht so viel Bock, wenn man da nichts zeigen kann. Deswegen lasse ich das einfach raus. Wie üblich bei mir will ich die einzelnen Rezensionen auch nicht so lang halten, und das sind die vier Titel. Der Schrecksenmeister von Walter Mörs. Mörs fungiert hier in diesem Roman wieder offiziell als Übersetzer des zamonischen Lindwurms Hildegunst von Mythenmetz. Vorbild für diesen Roman ist ein Kunstmärchen von Gottfried Keller. In beiden Fällen geht es um einen Kater, der in den Pakt mit einem Alchemisten gezwungen wird. Inhalt des Paktes ist es, dass die ausgehungerte Katze hochgepäppelt wird einen Monat lang, und dann wird sie geschlachtet und für die alchemistischen Experimente verwendet. Ziel des tierischen Helden ist es, dem Alchemisten ein Schnippchen zu schlagen und seinen Pelz zu retten. Auch bei Walter Mörs ist das ganz ähnlich, nur dass das Ganze hier ein bisschen dicker ist und in Romanform aufgebläht, aber im positiven Sinne, denn das Buch konnte mich begeistern. Aus der Katze wird bei Mörs eine Kratze, das heißt, dieses intelligente Tierchen sieht aus wie eine Katze, aber kann alle Sprachen Zamoniens fließend sprechen und ist mit einem fantastischen, eidetischen Gedächtnis gesegnet. Nach dem Tod seines Frauchens wird diese ausgehungerte Katze namens Echo von dem Alchemisten Sucubius Icepin aufgelesen, der eben diesen teuflischen Pakt anbietet: ich peppel dich hoch und danach koche ich dein Fett aus und benutze es für meine Experimente, aber bis dahin hast du bei mir eine gute Zeit. Und mangels Alternativen willigt Echo ein und versucht aber natürlich nach einer Phase der Trägheit, sich diesem Pakt irgendwie zu entziehen. Damit das passieren kann, gibt es, wie im Märchen üblich, einige Helfer, die ihm begegnen. Das ist einmal eine Schreckse, nämlich die letzte Schreckse, die im Dörfchen Sledvaja lebt. Sledvaja ist ein ganz interessanter Ort, weil der von fiesen Krankheiten jeder Couleur geplagt und heimgesucht wird, deren Ursprung nicht selten etwas mit dem Tun und Wirken von Sucubius Icepin zu tun haben. Diese Schreckse hat ganz eigene Gründe, dem Kater Echo zu helfen. Auch nicht uneigennützige, die erst auch so nach und nach rauskommen. Außerdem trifft Echo noch einen einäugigen Uhu, also eine Art Zyklopen-Uhu, der gerne philosophiert, und noch ein paar andere sehr interessante Wesen und Charaktere, die ihm helfen wollen, auch wenn sie oft eine eigene Agenda haben. Das ist auch das Schöne an diesem Roman, der auch, wie bei Mörs üblich, zwar von Kindern, Jugendlichen gelesen werden kann, aber auch für Erwachsene, vor allem für Erwachsene, ist das natürlich schön. Gerade in diesem Buch ist es so, dass alle Figuren, wie gesagt, eine eigene Agenda haben und die Beziehungen untereinander sehr interessant sind. Also es ist keine Schwarz-Weiß-Malerei. Man kann nicht sagen, die Figur ist gut, die Figur ist böse. Jeder verfolgt so seine eigenen Ziele, und Sucubius als Anti-Held ist unglaublich detailliert gezeichnet und hat auch auf jeden Fall seine Qualitäten und ist eine sehr interessante Figur. Das war ein Vorlesebuch, das ich meiner Freundin vorgelesen habe. Es ist sehr schön illustriert von Walter Mörs. Es gibt nur einige Passagen, die so ein paar Längen haben, das sind aber nur ganz wenige. Dafür gibt es eine unglaubliche Zahl von wirklich komplett verrückten Ideen.
interessante zeremonische Begebenheiten. Es ist auch zum Teil ein bisschen grausam und blutrünstig, muss man sagen. Vor allem lebt das Buch aber, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, glaube ich, von den interessanten Figuren. In diesem Roman wird extrem viel geschlemmt übrigens, weil das Kätzchen Echo ja hochgepäppelt werden muss. Aber die wirklich schönen Sachen sind zermonische Drogentrips, Begegnungen, total unvorhergesehene Verwicklungen und Entwicklungen. Also das hat mir sehr gut gefallen, auf jeden Fall eines der stärksten Bücher von Moers in meinen Augen. Der Schrecksenmeister, klarer Lesetipp, und ich sage nicht so viel, wenn ich sage, dass es hier in diesem Video nicht mit uneingeschränkten Empfehlungen weitergeht. Quality Land war auch ein Vorlesebuch von uns und da fiel mir auf, dass ich diesen Roman von Marc-Uwe Kling nicht gut vorlesen konnte, weil man ganz oft gar nicht weiß, es gibt viele Dialoge, wer spricht hier gerade überhaupt. Die Figuren tauchen so hoppla die hopp irgendwie auf, die werden nicht gut eingeführt und ich fand dieses Buch so mittelmäßig, so ein bisschen lau. Die meisten von euch wissen das, das Buch gab es in zwei verschiedenen Ausgaben, eine schwarze, eine weiße. In diesen Roman, der eine Dystopie ist, hineingesprengt sind Anzeigen und solche Texte. Für die Leser der schwarzen Ausgabe ist das alles und die enthaltenen Anzeigen eher so ein bisschen negativ gehalten. Für die Leser der weißen Ausgabe ist das ein bisschen positiver. Das Buch hat ein paar schöne Cliffhanger und Entwicklungen. Allerdings funktioniert für mich diese gesamte Dramaturgie nicht so gut. Letzten Endes geht es hier in Quality Land darum, dass ein Kerl, Marke Kleinkünstler, ein bisschen Typ Loser, phlegmatischer Typ, bekommt von The Shop. Man kann da so ein übermächtiges Amazon-artiges Unternehmen hinter vermuten, einen Gegenstand zugeschickt, den er nicht haben möchte. Und er versucht zu verstehen, warum er das bekommen hat und er will das Ding zurückgeben. Und es stellt sich heraus, dass es unmöglich ist, das zurückzugeben, denn er hat wie so viele andere der Optionen zugestimmt, dass der Shop antizipiert, was er eigentlich haben möchte und ihm das zuschickt, ohne dass er es bestellt hat. Und entsprechend ist es scheinbar auch unmöglich, dieses Ding zurückzugeben. Und bei dem Versuch, das zu tun, lernen wir diesen Kollegen besser kennen. Der nennt sich Peter Arbeitsloser. Der Nachname wird in Quality Land, also einem dystopischen Deutschland, setzt sich aus dem Beruf der Eltern zusammen, woraus sich dann auch sehr interessanterweise so eine Sozialhierarchie ergibt, weil die erfolgreichen Leute dann meistens Namen wie Vorstand und so weiter haben. Was dieses Buch so beklemmend macht, ist, dass es gar nicht so weit in eine denkbare Zukunft im Prinzip geht. Also wir haben zwar so selbstfahrende Autos und Androiden gibt es, die auch so eine Art Eigenleben entwickeln und eine eigene Intelligenz entwickeln, die auch vermenschlicht werden, also einen Charakter haben. Aber das Interessanteste an dem Buch ist, dass es viele große Unternehmen gibt, also eine Partnervermittlung, sowas wie The Shop, dem weltweit beliebtesten Versandhändler, und andere, die im Prinzip das ganze Leben kontrollieren. Also jeder Mensch hat zum Beispiel ein Level. Ab einer bestimmten Grenze, ich glaube von 10, Level 10 ist das, ist ziemlich niedrig, ist man Abschaum und drüber ist super. Und wenn es Richtung 100 geht, dann ist man die Crème de la Crème und dann hat man auch mehr Rechte und bekommt bessere Angebote und das Leben. Also es ist, dieser Level zementiert auch die Möglichkeiten, die man hat und darum geht es letzten Endes in diesem Buch.
verknüpft wird diese Geschichte von Peter Arbeitsloser mit einer Liebesgeschichte, die dann noch reingewoben ist. Es gibt, wie bei Marco Wickling üblich, ein paar sehr schrullige Charaktere, zu denen auch Roboter und ausgediente, nicht mehr funktionierende oder richtig funktionierende Maschinen zählen. Dann haben wir auch Anti-Helden aus der Elite, die in diesem Buch immer wieder vorkommen. All diese Wege werden verschränkt miteinander. Wie gesagt, für mich funktioniert die Dramaturgie nicht. Es haben auch einige oder viele Witze für mich nicht funktioniert. Meine Freundin hat sich super amüsiert. Ich habe es dann halt trotzdem bis zum Ende vorgelesen. Ich persönlich hätte Quality Land nicht bis zum Ende gelesen. Ja, ich habe es gemacht, weil ich es vorgelesen habe und es war okay, aber es hat mich wirklich nicht umgehauen. Auch wenn ich sagen muss, dass die Auflösung am Schluss sehr interessant war. Dann hatte ich mir ja schon letztes Jahr im Weltenleser gegönnt, die Reise nach Karabach aus dem Weitle Verlag von Aka Morilatze. Das Buch ist zwar keine 200 Seiten dick, aber ich habe überraschend lange gebraucht, es zu lesen, einfach weil das echt starker Tobak ist. Es ist ein sehr heftiges Buch mit einer sehr derben, vulgären Sprache. Das finde ich prinzipiell gut. Aber das Buch selbst ist auch heftig und ich hab mir auch was anderes erwartet. Ich dachte, das wäre so ein bisschen mehr wie Chick, sage ich mal, weil mir das angekündigt wurde auf einer Buchmesse am Weitler Stand, dass es so ein verrücktes Roadmovie ist. Aber das ist nur so das erste Viertel des Buches, danach kippt das. Hier machen sich nämlich zwei Kumpels auf den Weg. Chio und Gorlio heißt er wieder, glaube ich, ausgesprochen. Und die wollen von Tiflis nach Aserbaidschan fahren, da einen Haufen Drogen einkaufen und zurückfahren. Wir schreiben das Jahr 1992. In Georgien wurde gerade der Präsident gestürzt. Und unser Ich-Erzähler Chio hat zwar studiert und so, aber das ist eine sehr raubeinige Gesellschaft. Man muss so ein bisschen die Ellenbogen ausfahren. Es gibt auch diverse Schlägereien und es ist so ein bisschen Generation Lost Stimmung hier. Insbesondere macht dem Charakter aber zu schaffen, dass er unglücklich verliebt ist. Unglücklich deshalb, weil er eine Geliebte hatte und die Eltern diese Beziehung von der Vater sabotiert haben und gesprengt haben und verhindern, dass die beiden zusammen sind. Das ist auch der einzige Grund, warum er sich im Prinzip zu diesem bescheuerten Roadtrip überreden lässt. Die beiden verfahren sich dann auf der Suche nach dem Dealer so gründlich, dass sie nach Karabach kommen, das auch im Übrigen noch heute Kriegsgebiet ist oder umstrittenes Gebiet ist zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und die beiden werden von Aserbaidschanern festgesetzt und für Spione gehalten. Und dann werden die beiden getrennt. Ja, ich will jetzt nicht das ganze Buch nacherzählen, das soll man schon selbst lesen. Auf jeden Fall werden die beiden getrennt und gefangen gehalten. Und Gio versucht sich ein Bild von seiner Lage zu machen, denn es ist erstmal höchst unklar, was er überhaupt für einen Status hat. Also wurde er befreit oder wird er als Geisel festgehalten? Das muss er herausfinden. Und natürlich will er irgendwie wieder nach Hause kommen, seinen Freund befreien und diese Mission da ausführen. Ja, das ist das, was so auf der Handlungsebene groß passiert. Das Interessante ist aber, was selbst mit den Figuren passiert und wie das erzählt ist. Nämlich diese absolut düstere Stimmung in diesem Buch, die jetzt gar nicht so sehr von diesem krassen militärischen Konflikt, in den diese
beiden jungen Kerle da so unvermittelt reingeworfen werden, das nimmt er einfach so mehr oder weniger hin. Aber das, was ihm wirklich zu schaffen macht, ist so diese, wie diese Gesellschaft tickt, und natürlich dieser quälende Liebeskummer. Und das ist ein super schwer verdauliches Buch. Eine total intensive Lektüre, aber ja, wie gesagt, das muss man erst mal auch verdauen können. Ich habe es mittlerweile verdaut und es ist ein toller Roman, aber ich konnte ihn nur in kleinen Dosen genießen. Dann eine Enttäuschung aus der Naturkundenreihe. Fliegen. Ich freue mich über jeden neuen Titel, der bei Matheson Sätzen der Naturkundenreihe erscheint. Es sind mittlerweile so viele, dass ich nicht mehr den Anspruch habe, alle zu sammeln, weil das mein Budget sprengen würde. Aber auf Fliegen und Brennnesseln habe ich mich besonders gefreut. Habe Fliegen geschenkt bekommen und mir ist sofort negativ aufgefallen, dass das Buch hier einen furchtbar akademischen Ton hat. Ja, also so ein Tonfall, der mir auch das ganze Studium so ein bisschen verlitten hat, weil ich das Gefühl habe, es wird rumgeschwafelt und auf unwesentlichen Dingen herumgeritten. Wie sich herausgestellt hat, ist Peter Geimer auch Professor für Kunstgeschichte in Berlin und so liest sich dieses Buch leider auch. Es ist weder so frech noch so leicht erzählt wie die meisten anderen Titel der Naturkundenreihe. Es sind viele interessante Informationen darin enthalten, aber was mir besonders sauer aufgestoßen ist, ist, dass es ein mehr oder weniger rein Kunst und ein bisschen filmwissenschaftlicher Blick auf die Fliege ist und über die Tiere selbst, Biologie, Lebensraum, Evolution und so weiter sehr, sehr wenig erzählt wird, schlicht und ergreifend auch deshalb, weil der Autor scheinbar darüber so gut wie nichts weiß. Als wäre das nicht tragisch genug, kommt dann noch hinzu, dass an mehreren Stellen die Naturwissenschaften so ein bisschen geschmäht werden, letzten Endes um so eine Überlegenheit der Kulturwissenschaften und der Anthropologie und so weiter zu behaupten, die leider so nicht zutrifft. Denn vor allem, wenn man Bücher wie das hier nimmt, in dem leider zu viel geschwafelt wird und zu wenig Fakten einfach präsentiert. Das geht besser. In der Reihe gibt es viele Bücher, die auch besser sind, die nämlich diese Kombination zwischen die diese Kombination aus Kunstgeschichte, Literaturgeschichte und Sachwissen, biologischen Fakten über die Tiere zusammenbringt, dann sind diese Bücher der Reihe am stärksten. Hier ist es nicht gelungen, es liest sich zwar schnell und teilweise war es auch wirklich interessant, aber wirklich schwach. Und wären alle Bücher dieser Reihe so, dann würde ich die Bücher nicht sammeln. Das war so eine Art Lesemonat. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Teilt mir in den Kommentaren bitte eure Meinung zu diesen Büchern mit. Ob ihr die kennt, ob ihr die lesen wollt, ob ihr die schon gelesen habt. Ich freue mich sehr über den Austausch. Das ist der Grund, warum ich diesen Kanal hier mache. Ich hoffe, von euch zu hören. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao.